Es wäre jetzt also wirklich gut zu wissen, wie die Verhältnisse vielleicht auch sind zwischen Österreichern und Preußen. Also wenn es irgendeinen Hinweis gäbe. Aber dadurch, dass mein Spion leider ja gestorben ist, weiß ich das eben nicht. Ob die Preußen, also klar, hier haben sie Truppen in Ostpreußen. Ob die auch in Westpreußen was haben, weiß ich nicht. Und wie es hier im Westen aussieht, weiß ich auch nicht. Oh, Moment mal. Hey, Berlin wird belagert. 3 Runden bis zur Kapitulation. Das heißt, die Österreicher belagern gerade Berlin. Moment mal, das bindet natürlich erheblich preußische Truppen. Und sicherlich auch die in Dresden gleich mit. Dann ist es auch klar, dass die kaum in Schlesien was haben können. Das bringt mich auf eine Idee. Ich könnte mit den Truppen, mit allem außer den Milizen, weil die sich bewegt hatten, und mit Ausnahme der Truppen, die hier sind, also die gerade aufgefrischt werden, nach Breslau marschieren und die Stadt einnehmen. Ich könnte noch ein paar mehr Truppen hier lassen, um keinen Angriffspunkt für Königsberg, für die Truppen der Preußen in Königsberg zu lassen. Aber wenn ich mit dem General und ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen Truppen weglassen, oder? Oder doch mit dem General. Okay, mit dem General und 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten losmarschiere, dann sollte ich eigentlich in Schlesien gut ankommen. Ich tausche noch einmal, ich lasse einmal Kavallerie und nehme einmal mehr Infanterie mit. Und dann könnten wir vielleicht Schlesien im Handstreich erobern, also ohne Schlacht, denn auch Schlesien ist Befestigung versehen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Okay, wir holen uns mal von Preußen Schlesien. Oder probieren es zumindest. So, die Preußen haben tatsächlich keine Verstärkungsarmee. Die beiden Bürger und Musketen fordere ich auf, zu kapitulieren. Und das machen sie auch. Schlesien gehört uns. Jawohl. Sehr schön. Also, das war doch eine Leichteroberung und eine Genugtuung für die ganzen Verluste, die wir hatten. Ich repariere hier die Gouverneursvilla und ich baue bei dem Bauernhof, der einen reichen Ertrag bietet, Pachthöfe. Und wir haben hier noch eine Schmiede, die wachsend ist. Das ist sehr schön. Und das war's auch schon. Schlesien ist eine kleine Provinz, aber wir haben mit Glogau noch eine weitere Stadt, die sich hier entwickeln kann. Ich glaube, das war's auch. Ja, Schlesien ist nicht so wirklich reich. Es ist also kein Vergleich zum historischen Original, was tatsächlich zu den reichsten Provinzen gehört. Ich würde auch gerne die Infrastruktur aufrüsten. Was sehen wir hier? Hier sehen wir bayerische Truppen und wir sehen starke österreichische Verbände. Und das gibt's doch nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dresden gehört zu Westfalen. Ja, die haben die ähnliche Farbe wie Preußen. Sorry, das habe ich gerade eben gar nicht gemerkt. Ach du Scheiße, die Preußen sind ja richtig am Abkacken. Mit wem haben die denn überhaupt alles Krieg? Klar, mit Westfalen ist logisch, weil das mit Österreich alliiert ist. Preußen hat Krieg mit den Piraten, mit Großbritannien inzwischen auch, mit Polen-Litauen, das sind wir, mit Kurland, Österreich, Württemberg, Bayern, Westfalen und Russland. Ja, kein Wunder, die sind nur verbündet mit den Osmanen und in Hannover, okay. Das ist ja gar kein Wunder, dass sie dann so abkacken. Und in Berlin? Hier scheinen nicht viele Truppen zu sein, wenn Prinz Eugen von Savoyen das mit dieser Armee belagern kann. Okay, das ist jetzt echt spannend. Also, hier sitzen Westfalen, die mit einer Milizarmee in Dresden sitzen. Die Bayern sind vor Ort. Und die Österreicher mit starken Truppen. Dann könnte der finale Sieg über Preußen sehr nahe sein. Und Österreich würde vielleicht in Berlin eine große Provinz erobern, die eigentlich uns zusteht. Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Und wenn ich jetzt hier, warte mal, Westfalen hat doch ein zusammenhängendes Territorium. Dann müsste ich doch jetzt mit Westfalen handeln können, oder? Gucken wir mal. Tatsache, Westfalen, neutrale Beziehungen, wir können handeln. Ich biete Ihnen ein Handelsabkommen an und die Einführung des Gemeindelandes für, sagen wir mal, 600 Goldstücke. Das machen Sie nicht, Sie wollen ein Militärbündnis mit uns. Das lehne ich wiederum ab, aber ich denke, für 500 Goldstücke könnte man sich doch einig werden, oder? Nein, pass mal auf, dann machen wir nur das Handelsabkommen. Sie wollen dieses blöde Militärbündnis, das gibt's doch nicht. Okay, nimm den Rundenzugang und lass das Bündnis weg. Ja, danke. Handelsabkommen mit Westfalen. Hey, das ist doch gut. Ist auch gut für unsere Finanzen, denn wir haben ein wenig Probleme damit. Und 360 Goldstücke sind sehr wertvoll, diese Zusammenarbeit. Gut, also wir handeln mit Westfalen. Da ist schon sofort die Route neu installiert worden. Und Österreich sitzt kurz vor Berlin. Und die Preußen können ja wirklich nicht mehr viel haben dann. Das ist ja eine sehr interessante Entwicklung. Ich würde hier gerne noch die Kopfsteinpflasterstraßen, wie gesagt, in Schlesien aufrüsten. Vielleicht kann man Mysur was andrehen. Mysur ist mein Lieblingshandelspartner. Das wisst ihr ja. Nee. Seid keine Vagabunden. Das würde genau reichen. Die Sonne Indiens hat uns nicht das Hirn verdorrt. Schade eigentlich. Okay.
wir brauchen dringend noch mehr Technologien. Zum Handeln mit den kleinen Nationen vor allem. Nein, ich werde doch nicht Galizien gegen Upper Louisiana tauschen. Die habt ihr wohl nicht mehr alle. Die Gegenvorschläge sind teilweise so dämlich, da frage ich mich wirklich, was macht die KI eigentlich in ihrer Freizeit? Komm, irgendwie werden wir noch ein bisschen Geld noch zusammenbekommen, oder? Neuspanien ist doch auch reich. Ihr wollt es doch auch. Nein. Panama, ich glaube es wirklich. Westfalen? Jetzt, wo wir einen Handelsvertrag haben. Hm? Militärisches Bündnis wollen sie unbedingt haben. Wir sind verbündet mit... Nicht mit Österreich, aber mit Württemberg und mit Bayern. Okay, komm, dann mache ich das auch. Aber ich lasse das hier weg und fordere dafür 100 Goldstücke. Das reicht mir schon. Ja, sehr schön. Wir bekommen noch 100 Goldstücke, haben damit die 1500 benötigten Goldstücke für die Kopfsteinpflasterstraße zusammen und sind jetzt mit einem neuen Staat verbündet, nämlich mit Westfalen. Und das ist sehr, sehr schön. Da freue ich mich ausdrücklich drüber, wenn man ein paar mehr Verbündete hat. Ist das nicht schlecht? Und mit Westfalen sollten wir eigentlich gute Beziehungen pflegen. Ich denke, so mächtig werden die nicht. Aber man kann sich auch irren. Es gibt auch sehr kleine Staaten in diesem Spiel, die sehr, sehr groß rauskommen. Gut, also Schlesien, Kopfsteinpflasterstraßen. So, immer schön die Infrastruktur aufrüsten. Gut, hier haben wir noch Truppen, wie gesagt, in Polen. Und die Osmanen bleiben schön hier im Süden, will ich hoffen. Und, ja. Dann würde ich sagen, gehe ich mal in die nächste Runde und freue mich darüber, dass das Spiel jetzt doch eine ganz hübsche Wendung genommen hat. Und was wir dringend als nächstes Mal brauchen, sind ein paar mehr Edelmänner, damit die Schulen schneller forschen. Ne? Eine Runde noch, bis diese Stadt fertig wird. Kalminiec oder so ähnlich. Okay. Weiter geht's. Österreich hat Berlin noch nicht erobert. Preußen macht irgendwas in Ostpreußen. Hat, glaube ich, die Kurländer endgültig vernichtet. Da war auch nicht mehr viel übrig. Und ich gucke mal, ob die auch die Österreicher zurückgeschlagen haben vor Berlin. Die Preußen haben ja große Verluste erlitten gegen die Österreicher. Vor allem mal gegen uns. Die Armee Leopolds war deren Hauptarmee. Und die haben wir restlos vernichtet. Das war eine tolle Schlacht. Also die Schlacht selbst war eine große Mühe. Aber wir haben es irgendwie geschafft, sie zu vernichten. So. Also, ein Edelmann, wie gewünscht, in Weißrussland und Wolnien. Und der Mann hat 3 Sterne und ist bei Industrietechnologien sogar ein 4-Sterne-Mann. Den schicke ich sofort nach Gardias. Ich hoffe, er kommt an, dank der guten Straßen. Yes, kommt er. Gut, alles klar. Dann wird er ab sofort schneller geforscht. Neue Stadt entsteht. Kamieniec, ganz genau. Und hier soll natürlich eine Schule hin. So, und damit diese Stadt nicht gleich zerstört wird von irgendwelchen Räuberbanden aus dem Süden, namens Osmanisches Reich, werde ich diese Stadt auch entsprechend jetzt besetzen. Mit einigen Truppen, um zumindest hier eine abschreckende Wirkung zu haben. Ich hoffe, das hat's auch. Und nicht, dass am Ende hier doch noch irgendwie drauf geht. Ich hole noch eine Miliz dazu. So. Dann neuer Erbe einer Fraktion. Stanislav wurde geboren. Ein neuer Anwärter, das ist nett. Und ein mechanisches Modell, ein Oray, wurde erfunden. Das ist, glaube ich, ein Apparat, der Planetenbewegung simulieren soll. Keine schlechte Idee, das mal zu erforschen. Ist ja ganz nett vielleicht. So, also die Preußen ziehen hier Truppen Richtung Westen zusammen. Und die Österreicher stehen immer noch vor Berlin. Die, unsere neuen Alliierten, die Westfalen, verstärken sich in Sachsen. Und in Ostpreußen passiert nicht viel. Und ich denke, ich kann hier mal ein paar Truppen aus Sachsen wieder abziehen. Aus Schlesien. Sachsen sage ich schon, aus Schlesien. Ey, warum stockt das jetzt so? Ich möchte vor allem abziehen. Ich denke... Linieninfanterie und nochmal Linieninfanterie. Wobei der General... Ach, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn das so aufgeteilt ist wie jetzt. Wir brauchen hier in Polen vielleicht noch ein paar mehr Truppen. Oder halt Artillerie, um die Festung Ostpreußen in Königsberg knacken zu können. Hm... Zweimal Halbkanonen. Okay, bauen wir es einfach mal, sonst wären wir da ja nie fertig. Und hier sollte dann alles ruhig bleiben. So.
Dublin, 35 Runden. Gut. Ja, mehr habe ich nicht zu tun, deswegen gehe ich auch weiter und hoffe, dass die Preußen und Osmanen ruhig halten. Und bin gespannt, was die Österreicher dazu machen. Österreich macht erstmal nichts. Also jetzt müsste noch eine Runde übrig bleiben in Berlin. Die Preußen... jetzt geht dieses Edelmann-Gerenne wieder los. Die Osmanen machen auch erstmal nichts. Gut, das heißt, die erste Runde haben wir schon mal überstanden. Drei Runden sind es ja, bis die Schule fertig ist. Und auch danach müssen wir noch ein bisschen was überstehen eigentlich. Ich könnte mir vorstellen, noch weiter Truppen aus Warschau abzuziehen. Wobei ich muss wirklich aufpassen. Die Preußen, ich sehe es gerade, in Danzig ist eine preußische Armee noch. Muss ich mal gucken, wie viele die Preußen insgesamt haben, wie viele die Osmanen insgesamt haben. Wir haben jetzt Kanonen... Moment mal, was ist da denn los? Sekunde noch. Alles nacheinander. Eins nacheinander. Also Danzig, hier ist immer noch der gefährliche Donau-Schlobitten mit 5 Truppen. Gustav Schurmann, das sind nur die Pikeniere. Und dann ist das Kurland am Belagern von Ostpreußen. Ich hoffe, dass sie das nicht schaffen. Aber die Preußen sind schon mal beschäftigt auf diese Art und Weise. Und werden geschwächt. Das ist doch sehr gut. So. Wie sieht's aus hier im Süden? Die Osmanen stehen dort. Und ich wäre ja echt jetzt mal daran interessiert, mit dem vielleicht sogar Frieden zu schließen. Denn der Krieg nützt uns nichts. Frieden anbieten. Handelsabkommen anbieten. Fertig? Nö. Nur Frieden? Auch nicht. Pass auf. Vielleicht für irgendwie Zugang 20 Runden. Hm? Nein. Also irgendwie sind die Osmanen bockig. Und wir müssen also uns was anderes überlegen lassen, um da die Situation zu befrieden. Ich gebe nochmal in Auftrag hier einmal Linieninfanterie, zusätzlich zu den Kanonen. Wir haben ja 3 Slots. Ah, das ist ja sehr schön. Poniatowski bekommt durch den Eid de Kamp noch einen 5. Stern. Das finde ich sehr schön. Hier sitzen Preußen, aber auch Österreicher. Ich hoffe, die können sich irgendwie gegenseitig neutralisieren. Da sind auch Preußen unterwegs. Also jetzt wird es hier wirklich sehr bunt. Und es wurden viele Gebäude gebaut. Na gut, 2 Gebäude. Vistula und an der Oder wurden entsprechend Ackerhöfe gebaut. Und es wurde geforscht. Bund, Bayonett und Empirismus. Dann wird als nächstes mal hier sofort von dir das Ringbayonett erforscht. Und du, nee, warte mal, du könntest auch den Fruchtwechsel mit 4 Früchten mal machen. Dauert zwar sehr lange, ist aber dringend notwendig. Und Krakau sollte sich vielleicht kümmern dann um das hier, um Kartätschenladung. Ja, und dann müsste das Ringbayonett auch ganz fix irgendwann erforschen. Außerdem sollten wir mindestens ein Kolleg jetzt schon bauen. Dafür muss das Geld auch da sein, wie ich finde. Österreich, komm her. Jetzt, wo wir solche Sachen haben. Na. Empirismus, bitte. So, Dankeschön. Und hier kommt dann das Kolleg. So. Dann bleibe ich besser erstmal so mit den Truppen in Breslau, weil hier überall feindliches Gewese ist. Und auch in Warschau bleiben wir. Und da kommen nächste Runde ja noch ein paar Truppen dazu. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Preußen und die Kurländer sich binden, sodass ich vielleicht... Oder mit ihm hier vielleicht... Ich ziehe den General mal ab nach Warschau. Das kann, glaube ich, hilfreich sein, um die Truppen zu unterstützen. Und wenn das belagert werden sollte, hätten wir ja noch ein paar Bürger... Und das sollte dann hoffentlich reichen. Gegen solche Truppen, das müsste eigentlich reichen. Ja, die sind, glaube ich, zu weit weg. Und die Preußen haben auch andere Sorgen, als jetzt Warschau zu attackieren. Denke ich zumindest. Und deren Reichweite ist auch ein bisschen undeutlich, wie ich finde. Aber ich gehe mal in die nächste Runde. Mit Polen bleibt es also spannend und auch immer ein bisschen unsicher. Obwohl die Situation sich jetzt in den letzten beiden Runden etwas stabilisiert hat, immerhin. Aber es kann auch schneller wieder vorbei sein, aber ich möchte es auch nicht beschreien. Da kommt Preußen schon an und macht wieder irgendwelche Raids. Ha! Deren Agent ist auch tot, aber wir haben jetzt... Okay, pass mal auf. Jetzt wurden 2 Sachen geraidet, unnötigerweise, aber ein preußischer Agent ist bei draufgegangen.
Und die Preußen haben Truppen abgezogen aus Königsberg. Und ich sehe gerade, Österreich hat jetzt Brandenburg tatsächlich erobert. Okay.